Es ist Ende Januar. Wir haben nur noch eine Woche Schule und alle freuen sich auf die Winterferien. Als ich heute Morgen aufwachte, merkte ich, dass es in der Nacht sehr stark geschneit hatte. Voller Hoffnung rannte ich nach unten in die Küche und machte das Radio an, um Nachrichten zu hören. Vielleicht hatte ich ja Glück und die Schule fiel heute aus. Und tatsächlich, jede Schule in meinem Dorf wurde für heute geschlossen. Voller Euphorie ging ich ins Wohnzimmer, setzte mich auf die Couch und schaute Fernsehen. Ich wusste, heute wird ein schöner Tag. Nur eine Sache machte mir ein bisschen Sorgen. In den morgendlichen Nachrichten wurde von einem Serienmörder berichtet, der sich momentan auf freiem Fuß befindet. Er ist nur vor wenigen Tagen aus einer Psychiatrie entflohen und wurde letzte Nacht nur ein paar Dörfer weiter gesichtet. Aber ich ließ mir durch sowas nicht den Tag versauen und genoss meine Freizeit. Da meine Eltern auf Geschäftsreise waren, hatte ich das Haus für mich alleine und konnte tun, was ich wollte. Ich traf mich vormittags mit Freunden, um im Schnee zu spielen. Den restlichen Tag verbrachte ich dann zu Hause mit Fernsehschauen. Am Abend, als es schon dunkel war, wollte ich mir was zu essen machen und lief in Richtung Küche. Auf dem Weg kam ich an der Glastür vorbei, die zum Hinterhof führte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sich was im Garten bewegte. Ich blieb stehen und schaute nochmal genauer hin. Mir stockte der Atem. Ein Mann stand im Schnee. Und er sah haargenau aus wie der Serienmörder aus den Nachrichten. Er schaute mir ins Gesicht und fing an zu grinsen. Panisch zog ich mein Handy aus der Tasche, um die Polizei zu rufen. Als das Freizeichen ertönte, schaute ich nochmal nach draußen und bemerkte, dass der Mann näher gekommen ist. Schockiert ließ ich das Handy fallen. Es sind keine Fußspuren im Schnee. Es war sein Spiegelbild.